Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, wenn ihr zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 22. Wir werden heute reingehen. Ihr habt es im Titel gelesen. Wir werden in die Ligue 1 Punkte reingehen, weil ich da ja durch das Pack Opening über 40.000 Punkte habe. Und wir werden uns mal wieder die ganzen Belohnungen abholen. Und auch die 289 Ligue 1 Spieler, wo wir theoretisch einen Lucas Paqueta ziehen können, einen Dimitri Payet, einen Nuno Mendes, Maier. Also die ersten vier werden definitiv nicht verkehrt. Wir werden es ausprobieren. Wir gehen rein ins erste Pack. Ich wünsche euch natürlich auch einen schönen Pfingstsonntag. Und ich hoffe, ihr habt schon die neue Folge von Ich bewerte eure Teams gesehen. Die kam nämlich heute Morgen online. Auf ganz entspannter Basis. Findet ihr natürlich auf meinem Kanal. Und wir gehen hier mal rein. Wir werden wieder so bis zum zweitletzten Spieler kommen ungefähr. Natürlich ein bisschen weniger, weil ich jetzt hier die Stränge vorne lang gehe. Weil ich hier halt einen garantierten 89 Plus Spieler bekomme. Und da ich beim Ligue 1 sowieso nicht bis ganz nach hinten kommen werde, zu Mbappé und Messi, kann ich halt auch einfach versuchen, ein bisschen Packluck zu haben. Nachdem wir vorgestern und gestern schon Packluck hatten, kann ich ja heute das Packluck nochmal auf die Probe stellen. Auf die Probe setzen. So, einmal nach oben und dann nach unten und dann noch die, ja, den mittleren Weg lang, so logischerweise. Zack, Münzen. Skillboost-Karten. Oh, Skillboost-Karten müssen wir dann auch gleich nachschauen, ob wir da vielleicht was verbessern können. So, jetzt kommt er. Obwohl, ich mache erst unten bis zum Spieler und dann kann ich direkt bam, 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 rausballern, rausschallern. Rausschallern bis zum Jet nicht mehr. Nochmal 100 Skillies. 100 Skillies. 5000 Punkte jetzt insgesamt, okay. Erstes Liga Spieler-Pack. Das heißt, es kommt auf jeden Fall ein Walkout, das ist ja klar. Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Oh, Stürmer. Oh, au. Laborde. Ich dachte, wo Frankreich kam, dachte ich kurz an Dimitri Payet. Aber es gibt halt ein paar Franzosen. Und ich habe nicht den schlechtesten Franzosen bekommen. Der schlechteste Franzose wäre Matteo Guendouzi. Guendouzi. Abwart, nächstes Pack. Nächster garantierter Spieler. Dann nehme ich ein Schlückchen aus meiner Spezi. Wieder Stürmer. Und er ist wieder, ja, ist der gleiche. 2x den gleichen. Da seht ihr, was ich für ein Glück derzeit habe. Da seht ihr, was ich für ein Glück habe derzeit. Überragendes Glück. Mario Gonzalez. Mario Gonzalez. Skillboost-Karten nehme ich mir mit. Ja, das. Also ganz im Ernst, ne? 32.000 Münzen als Belohnung hier zu machen. Davor waren. Wie viele waren davor? 16.000, 20.000? Das ist halt ein ganz großer Witz eigentlich, ne? Was soll man mit 16.000, mit. Was soll man mit 32.000 Münzen anfangen können? Nix. Soll ich mir einen. Keine Ahnung, wen's holen als Goldspieler oder was? Nein, jetzt gehe ich oben lang. Jetzt gehe ich oben lang, ich habe gefettfingert. Tchoumeni. Ja komm, scheiß drauf, jetzt hole ich mir Tchoumeni. Oh Mann, Alter. Oh Mann, ich wollte es gar nicht. Ich wollte es doch gar nicht. Ich wollte es wirklich nicht. Ich habe gefettfingert. Hier, der ist schuld. Der ist schuld. Wenigstens habe ich jetzt 100 Umtauschtoken durch Tchoumeni. Was kann denn der? Wie viel ist denn der wert? 12 Millionen, das wäre sogar, also wenn der für den Preis rausgeht, wäre es sogar gar nicht so verkehrt. 10 Millionen haben oder nicht haben. Aber ich bezweifle es eigentlich. Und wieso ist ein. Warte mal. 13 Millionen ist Basti Fantastico wert hier. Cranker Shit. Tchoumeni ist bei 12 Millionen drauf. Könnte sogar rausgehen, weil es gibt nur einen. Mit meinem sind 2 drauf. Mit meinem sind 2 drauf.
Sack. Das ist natürlich jetzt bitter. Eine bittere Pille. Wir gehen rein über das Angriff. Da habe ich nämlich noch ein Spielchen offen. Jetzt kann ich... Ich wollte einfach... Kann man schon wieder keinem erzählen. Wie Lost. Der Lost Trader. Der Lost Trader am Start. Und der Gegner auch wieder mit 50% tollen Chancen. Ich habe nicht mal 1%. Ja, und er hat auch noch ein komplettes League-A-Team. Das ist so ein richtiger... Also so ein richtiger Hardcore-Sucht, die hier, Alter. Wie kann man sich denn ein komplettes Team dann zusammenstellen? Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da müssen wir einfach mal zeigen, was Ronaldinho und Ronaldo können. Zur Not müssen wir auch einfach mal aus der zweiten Reihe schießen. Genau so. Genau so. Romarinho. Romarinho ist der Ronaldinho auf Wish. Ja! Elfmeter! Komm, 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 komm! Ja, aber Elfmeter hat viel zu lange gedauert. Der Gegner ist jetzt mit 2 Toren vorne. Ach! Das, meine lieben Freunde, war es an dieser Stelle komplett. GG an den Gegner. Das war halt einfach lost von mir. Ich werde mein Main-Team aktivieren und werde nochmal mit meinem Main-Team reingehen ins normale Verse-Angriff. Weil jetzt hier mit wahrscheinlich, ich würde schätzen, 10 zu 13 zu verlieren. Da habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Bock drauf. Also das so am Ende stehen zu lassen. Und hatte ich recht? 10 zu 13? Ah, ne, 11 zu 13 sogar. Franks Brother One Prestige. Dein Prestige kannst du dir in den Arsch stecken. So. Ich stell's hier mal um. Zack und zack und Abfahrt. Rein da. Division Rivale. Versus Angriffe. Und rein. Die letzten Spiele liefen gut. Da ging zweimal nach oben. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Gegen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, O, Q, R, B, B, Boom, Boom. Der Gegner hat bessere Chancen, aber nicht so viele. Ich habe 20%, der Gegner hat 40%. Müsste das sein? Also schauen wir mal, was er so kann. Was er so kann, was er so kann, was er so kann. La 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 la. Also mit 20%, sage ich ehrlich, kann man halt gewinnen. Man kann auch mit 10% gegen 50% gewinnen, wenn man halt jede Chance reinmacht. Wenn man jede Chance reinmacht. So, zack, vorbei und rein das Dingen. Wichtig und richtig. Ronaldinho. Und geht vorbei. Twimax ist auch live. Grüße gehen raus an Twimax. Würde er zwar niemals sehen, aber huch. Trotzdem kommt die Benachrichtigung hier rein. Da macht man nochmal Werbung für den Twimax. Moin Leute, Twimax hier. Moin Leute, Moin Max hier. So, jetzt wird es hier kritisch. Aber gut gelöst von Krisch. Und solange es da oben noch unentschieden steht, ist alles in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Die Welt ist in Ordnung. Die Welt ist in Ordnung. 6-6. Ronaldinho. Ich glaube, der würde so richtig dumm aus der Wäsche gucken. Ne? Der hat sich wahrscheinlich schon am Anfang wie der sichere Sieger gefühlt. Mit dem Team, mit der Differenz, sage ich mal. Aber die Chance hätte ich reinmachen müssen. Das ist eine gute Flanke von Ballack. Und wenn man Ronaldo da vorne hat, dann kann man auch mal so ein Kopfballtor machen. Ja. Dann kann man auch mal so ein Köpfchen reinknallen. Ronaldinho 10 zu 9. Komm, 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 komm. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. 11 zu 9. Faust in die Facecam. Und den muss ich machen. Und Zeit abgelaufen. Ich wollte den Finesse ansetzen. Schön, schön.
bam, reinschnibbeln. Egal, wenigstens nochmal ein Unentschieden am Ende. Lasst sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin raus und haut rein. Tschüssi.